So, frag ein Camgirl Hannah über das Sex-Business von zu Hause. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich nach dem Video sage, aha, oder ob ich während des Videos ausraste. Mein Name ist Hannah, ich bin 24 Jahre alt. Früher war ich Krankenschwester. Heute erfülle ich fremden Männern ihre Fantasien vor der Webcam. Hi Hannah. Hi. Kitschbeef möchte wissen, wie wird man Webcam-Girl? Ich war ja Krankenschwester und habe mich damals schon immer ganz gerne freizügig so vor der Kamera gezeigt und hatte damals schon so Shootings mit ein bisschen weniger Stoff und habe dann mit meinem damaligen Ex-Freund einfach die Idee gehabt, Mensch, lass uns doch einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wie das ist, vor der Kamera intim zu sein. Wer kennt's nicht, die Idee mit seinem Partner? Und haben uns dann auf einem Portal angemeldet. Und da bin ich dann zuerst mit der Webcam tatsächlich auch gestartet und war damals total schüchtern noch und wusste gar nicht so richtig, was mich jetzt erwartet. Und saß da tatsächlich so in Jogginganzug vor. Dann hat es mir aber so gut gefallen, dass ich nach 3 Tagen, glaube ich, super entspannt war. Und dann hat sich das einfach verselbstständigt. Sassy B möchte wissen. Chat, ganz kurz. Ihr müsst Hannah nicht mögen, whatever, ist mir scheißegal. Wer beleidigt, kriegt 2 Wochen Timeout von Big Mac persönlich. Ne? Wie lief dein allererstes Mal vor der Webcam? Mein allererstes Mal vor der Webcam war für mich super aufregend. Ich saß davor und auf einmal ging auf der anderen Seite eine Webcam an. Und ja, dann habe ich das beste Stück von jemandem gesehen und war darüber natürlich erstmal so ein bisschen erstaunt. Aber irgendwie hat mich das auch richtig gereizt und ich wollte dann wissen, wie es ist, wie meine Reize so ankommen und habe mich dann getraut, auch mehr zu zeigen. Und so ist dann der Spaß vor der Webcam entstanden. Also, jedem das Seine, würde ich sagen, oder? Ne? Jedem das Seine. Würde ich es gut finden, wenn meine Freundin ihre Pussy vor der Kamera zeigt? Nee. Ist das ihre Sache und kann sie machen, was sie will? Jo. Agent K fragt, empfindest du Lust, wenn du campst? Also wenn ich vor der Webcam bin, habe ich schon sehr viel Lust, ja. Also es ist meistens so, dass ich dabei dann auch immer an bestimmte Dinge zurückdenke, also Fantasien im Kopf habe und dann mich da auch so ein bisschen auslebe. Es gibt dann natürlich so 1, 2 Toys, die ich dafür gerne verwende. Die machen mir dann besonders viel Spaß. Aber teilweise kann ich es auch einfach so ohne Toy. Dussel. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie lügt. Ich stelle es, also ich persönlich, das ist nur meine persönliche Einschätzung. Ich persönlich stelle mir das schon komisch vor, dass man auf Befehl vor der Kamera für einen anderen Mann wirklich geil wird, wenn sie das kann. GG, Glückwunsch. Dann ist es so. Ich glaube aber schon, dass man irgendwo ein bisschen, das ist keine Beleidigung, aber als normale Frau machst du sowas nicht. Also irgendwo, ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, irgendwo muss hier oben etwas anders sein als bei normalen Frauen, dass du deine Pussy vor der Kamera zeigst. Sexkrank, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Heißt jetzt nicht, dass es etwas Negatives ist, also dass sie ballerballer ist, aber irgendwas ist bei ihr anders im Vergleich zu anderen Frauen, oder? Bill fragt, was machst du alles vor der Webcam? Die Sachen, die ich da mache, sind aber teilweise ganz einfache Wünsche, die ich erfülle. Ob es ist, mich jetzt als Prinzessin verkleide, irgendwie ein Ballkleid anziehe, ob ich jetzt irgendwelche Fetische ausübe, Latex anziehe oder enge Leggings oder einfach Dessous. Ob ich mit den Usern schnacke, also einfach ganz normale Gespräche führe, das ist teilweise echt über Stunden. Aber natürlich gehört es auch dazu, dass ich vor der Webcam mir das mal selber mache und mit den Usern zusammen Spaß habe. Wie viele Stunden am Tag bist du online? Also wenn ich so vor der Webcam bin, dann sind das so 6 bis 8 Stunden. Uff. Fabio fragt. Uff. 6 bis 8 Stunden, Digga. Okay. Was waren die merkwürdigsten Wünsche deiner Zuschauer? Ich glaube, ich habe schon so viel erlebt, da ist es immer schwierig auszuwählen, was das Komischste war. Aber eins meiner Highlights ist auf jeden Fall der Fußsockentee. Da hatte jemand einen Fußfetisch und er hat sich so beschrieben, dass er eine Stinkersohlenkrankheit hat und halt nur geheilt werden kann durch das Elixier meiner Fußsohlen. Also musste ich halt ihm vorführen, quasi vor der Webcam, dass ich halt Stinkersocken anhatte. Pfui, Deibel, Digga.
Boah, Bruder, ich steigere mich gerade wieder rein. Daran, also den Strumpf ausziehen, daran riechen, sagen, der stinkt ganz fürchterlich und den dann... Oh, mit Füßen kannst du mich echt, Digga, pfui Deibel. ...in eine Tasse tun und mit Wasser aufkochen quasi und ihm dann sagen, das ist das Elixier, was ihn heilt von seiner Stinkesockenkrankheit. Avocado Ali möchte wissen. Avocado Ali, ja moin. Bist du immer solo vor der Kamera? Es gibt natürlich Solo-Clips von mir, aber es gibt natürlich auch die Hardcore-Streifen, wie man sie so richtig aus dem Netz auch kennt. Mit InScope? Die drehe ich dann entweder mit auch einer Frau oder mit Frau und Mann oder halt auch nur mit einem Mann. Das sind Amateuraufnahmen, das heißt, ich drehe fast nur Point of View, dass man quasi das Gefühl hat oder der User das Gefühl hat, dass er vor mir steht und ich halt unter ihm bin. Ich habe meinen Drehpartner, der hält die Kamera und wir haben dabei Spaß und deswegen Amateur, weil es meistens auch nicht immer irgendwie im Schlafzimmer stattfinden muss, sondern auch mal ganz spontan irgendwo am Rastplatz oder in irgendeinem Supermarkt oder sonst wo stattfinden kann. Trucker Kalle fragt, findest du es nicht komisch, eine Wix-Vorlage zu sein? Die Männer könnten sich ja von einer x-beliebigen die Pornos anschauen oder ja, in die Webcam gehen oder sonst was. Und dass sie es dann bei mir tun, finde ich, ist eher ein Kompliment. Kann man auch so sehen, ja, gut. Ich weiß nicht, geben das seine. Ich weiß nicht, ich würde, ja, wenn sie das cool findet, findet sie das cool. Ich muss aber fairerweise auch sagen, wer in der heutigen Zeit Geld dafür ausgibt, sich einzuwedeln mit einem Camgirl, der ist aus meiner Sicht absolut lost, Digga. Wer wirklich heutzutage im Internet noch Geld für Camgirls ausgibt, Digga, der ist absolut lost aus meiner Sicht. Ist aber nur meine Meinung. Ich habe auch schon mal Geld für Pornos ausgegeben, weil ich wirklich von dieser einen Pornodarstellerin im gesamten Internet keine Pornos gefunden habe, weil sie immer alles weggestrikt hat und nur auf ihrer Website. Da hat man dann auch mal den einen oder anderen 20er in einen neuen in ein Video investiert, so. Aber also ich persönlich, und das ist alles nur eine Geschmackssache, also Webcam-Girls dafür zu bezahlen, das fühle ich halt nicht. Aber wer darauf Bock hat, ist doch okay. Aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Und ich finde es auch nicht, also ich finde, was sie macht, es ist ihre Sache, ob ich es gut oder schlecht finde, ist eigentlich relativ scheißegal. Ist eigentlich relativ scheißegal, weil letztendlich, sie schadet damit niemandem, sie macht ihr Ding und wenn sie damit glücklich ist, dann ist es halt so, dann ist es gut. Sie kann, also sie schadet niemandem damit und es gibt für mich da keine Angriffsfläche, die, wo ich sie jetzt drauf dissen könnte, whatever. Ob ich es gut oder schlecht finde, es ist meine persönliche Meinung, aber es ist, meine Meinung spielt da überhaupt gar keine Rolle, weil sie kann das machen, was sie will, Digga. Sie schadet niemandem und gut ist. Ekelt dich das nicht manchmal an? Der Gedanke daran, dass sich jemand an mir aufgeilt, den finde ich auch einfach geil. Was mich anekelt, sind halt so Sachen, wenn die Männer halt unter die Gürtellinie gehen, so überhaupt nicht mehr mich als Person registrieren. Wenn sie in die Webcam gehen und gleich sagen so, ja, zeig mal Titten oder mach mal dies oder mach mal das. Das finde ich ganz schrecklich. Also man kann dann schon sagen, hey Hanna, hey, wie geht's dir? Könntest du mir bitte? Also ich finde, so viel Manieren sollte jeder Mensch irgendwie noch haben. Ich verstehe, was sie meint. Ich denke mal, dass es normal ist, dass Männer sie einfach als, oder dass viele Männer sie einfach als Wix-Vorlage, als Fick-Objekt sehen, für das sie bezahlen. Also beispielsweise, wenn ich ab und an mal im Puff bin, ihr wisst, ich spiele dann nur Automat. Also ich habe noch nie mit einer Nutte geschlafen, aber ich höre immer wieder die Stories von den Chefs, beziehungsweise von auch Prostituierten da, die sagen, die Männer behandeln mich einfach wie ein Stück Scheiße. Ich glaube, das lässt sich irgendwo nicht vermeiden. Ne? Originaler Stan fragt, wissen deine Freunde und deine Familie davon? Am Anfang war das natürlich, deswegen auch mein Künstlername, Hannah Secret, mein Secret, und das durfte niemand wissen. Und ich wollte das auch nicht, dass das jemand weiß. Es hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ja. Nach einer Woche wusste es die ganze Stadt. Und leider, muss ich dazu sagen, wusste es meine Familie dann auch, bevor ich es denen mitteilen konnte, weil ich wollte es natürlich gerne selber sagen. Und sie haben es dann durch Stadtgespräche mitbekommen. Und das war natürlich erstmal eine Schocksituation. Unangenehm.
Situation für meine Familie. Gerade für meine Mutter war das nicht so einfach. Mittlerweile ist sie total cool damit, weil sie halt auch merkt, ich tue das, weil ich das möchte. Ich tue es aus freien Stücken. Mich zwingt keiner dazu. Ich habe Spaß daran. Ich verdiene ganz gut Geld damit. Auf der Arbeit war das halt zum Glück, muss ich sagen, ganz, ganz lange so, dass es wirklich nicht rauskam. Ich weiß gar nicht, warum es so war, weil ich bin wirklich jeden Tag mit Bauchschmerzen schon zur Arbeit gegangen. Ich musste mal am Sekretariat vorbei und dachte so, okay, heute ist der Tag, heute ist der Tag, heute wirst du angesprochen, heute werden sie sagen, sie werden gekündigt. Aber es war nicht so. Es war dann wirklich so, dass irgendwann, also wirklich so nach einem Jahr, ich habe es wirklich ein Jahr geheim gehalten, ein Kollege auf mich zukam und der meinte so, na Hanna, was dann so mit deinem schmutzigen Hobby? Und dann wusste ich halt Bescheid. Aber das hatte ja gleichzeitig zu bedeuten, dass er halt auch auf dieser Seite aktiv ist und die Filme schaut. Aber da wusste ich Bescheid, dass jetzt der Punkt war, wo ich die Reißleine ziehen musste und mich entscheiden musste für entweder Krankenschwester-Dasein oder halt den Job als Pornodarstellerin. Und wie waren die Lästereien für dich? Also das Schlimmste waren diese Stadtgespräche. Ich habe teilweise Screenshots aufs Handy bekommen, irgendwie über WhatsApp von Freunden, vermeintlichen Freunden, die dann irgendwie natürlich von dieser Seite Screenshots gemacht haben, wo ich dann da irgendwie so nackt in Pose war oder so. Und wie kannst du nur und du Schlampe. Und das war für mich total schlimm. Da musste ich mich auch damals von vielen Leuten verabschieden und trennen, aber auch das war auch gut, weil ich auch gemerkt habe, dass das gar nicht richtig meine Freunde sind. Und die Leute, die halt immer noch zu mir stehen und immer noch da sind, also meine richtigen Freunde, die standen schon vor 10 Jahren hinter mir, die stehen jetzt auch immer noch hinter mir. Mhm. Und für die ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Dot.ow fragt, gab es peinliche Momente, die du gerne vergessen möchtest? Wenn man natürlich Outdoor dreht, passieren natürlich verrückte Sachen. Das passiert immer. Es ist auch noch nie irgendwie zu einer Anzeige oder so gekommen, aber man wird schon oft mal erwischt, das ist dann auch im Video zu sehen oder man musste den Dreh abbrechen, ja. A. Giannini fragt, wie viel verdienst du? Wird sie darauf antworten? Nein, denke nicht. Je mehr man in der Webcam ist, desto mehr verdient man natürlich. Und dann gibt es da halt noch Unterschiede. Also der User kann selber wählen, wie er mich sehen möchte. Ob er mich jetzt im Privatchat ganz für sich alleine haben möchte. Da bezahlt er dann natürlich ein bisschen mehr. Costa Quanta extra. Da kann ich mir den Preis auch selber auswählen. Oder ob er mich mit anderen im öffentlichen Chat sehen möchte. Also da bezahlt man so 1,49 Euro die Minute. Und ist dann aber halt mit ganz vielen anderen in einem Chat und sieht mich. Oder halt aber auch nur den Voyeur spielen möchte und einfach lauschen möchte, was passiert, dann kann er im Privatchat zuschalten, aber nicht mit mir interagieren. Das war aber nicht die Frage, wie viel verdienst du? Also, dass sie nicht darauf antwortet, war mir klar, aber sie hat nicht auf die Frage geantwortet. Lul hat irgendwas anderes erzählt. Ja, moin. Chiggy fragt, kannst du squirten? Ja, ich kann squirten. Das ist auch eine Kopfsache, da muss man sich erst drauf einlassen. Was für eine Frage, Digga. Guck dir doch die Pornos an, Digga, bevor du sowas fragst. Guck doch einfach. Hannah Secret Squirt und Digga, Lul, die Leute. Und viele Frauen haben halt, wenn sie kurz vor diesem entscheidenden Höhepunkt sind, wo dieses Squirten passiert, Angst irgendwie, dass zu viel rauskommt oder sie sich nicht fallen lassen können oder was da gerade mit ihrem Körper passiert und dann halten sie es zurück und können es nicht, also um diese Blockade. Ich finde sowieso, Squirten wird voll überbewertet. Alle Leute immer squirten, squirten, squirten. Digga, was ist los, Alter? Bei mir ist das halt nicht der Fall. Katzenlady fragt, hast du Stammzuschauer? Auf dem Portal habe ich mittlerweile über 15.000 Fans. Für die ist es so Hannah Primetime, sage ich. Also wenn andere halt Fernsehen anmachen, irgendwie um 20.15 Uhr, dann schalten die halt Hannah ein. Und dann holen sie halt, ne? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Der kann ja mit mir im Privatchat und teilweise warten die auch Stunden, nur um mich dann nochmal zu sehen an dem Abend. Hat sich auch mal einer verknallt? Ja, verknallt man sich auch schon so einige. Es gibt halt Mädchen auch, die flunkern und die lügen denen was vor, um da irgendwie das Geld zu sehen. Natürlich kann man nett und lieb mit denen sein, man kann denen auch sagen, man hat sie gern, aber man muss halt auch klar sagen, so, ich würde nicht irgendwie mit dir zusammenkommen oder so. Ne? Spaß haben ist das eine, aber mit Gefühlen spielen sollte man nicht. Uff, muss schon bitter sein, sich in Camgirl zu verlieben, Digga. Ich glaube, das ist schon ganz bitter. Amira Toprak fragt, was sind deine Tabus? Ich weiß schon die Antwort, Digga. Bestimmt weiß ich die Antwort. Also alles, was in Pädophilie geht, alles, was mit Tieren zu tun hat, was mit Blut, mit Kot, mit Kotze oder Urin zu tun hat, sind für mich... Also
Also Urin fühle ich jetzt nicht so, aber den Rest fühle ich. Absolute Tabus. Oder zu krassen Sadomaso, da stehe ich auch gar nicht drauf. Also ich mag ganz gerne mal so eine kleine Devote-Rolle einnehmen, aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Ansonsten mag ich es schon gerne, dass ich die Oberhand habe und dominant bin. Ja, dann wäre das nichts mit uns. Hast du auch mal konkret was abgelehnt? Ich musste auch schon mal tatsächlich mit einer Sache zur Polizei gehen, weil das mir so viel Bauchschmerzen gemacht hat. Das hat auch was mit Kindern zu tun. Und wenn natürlich solche Sachen sind, dann muss man sowas natürlich klar melden. Und da gibt es halt auch verschiedene Fetische. Also gerade so auch dieses Zäpfchen-Ding, das finden die natürlich super süß. Und einer wollte halt auch mal, dass ich mir 16 auf die Brust male und sage, ich bin halt 16 quasi. Also das war jetzt wahrscheinlich das Beispiel, weswegen sie zur Polizei gegangen ist. Ist jetzt auch ist jetzt ja nichts Strafbares, wenn sie sagt, sie ist 16, lul. Aber ich stelle mir gerade vor, was ist der Punkt, warum sie zur Polizei gegangen ist, wegen Pädophilie? Das würde mich mal interessieren. Weil zwischen ihr und dem User kann ja eigentlich nichts mit Pädophilie abgehen. Sie ist volljährig, der User ist volljährig. Oder hat man 13-Jähriger im Chat? Keine Ahnung, Bruder, was los? Das würde mich mal interessieren. Petra Ludwig fragt, bedienst du Krankenschwester-Fetische? Klar. Ich sehe das Ganze so ein bisschen aus einer anderen Blickweise natürlich, weil ich weiß, was für ein harter Job das ist als Krankenschwester. Ich habe auch kein Krankenschwester-Kostüm. Das ist halt... Das sagt sie jetzt nicht gerade wirklich, oder? Immer noch so ein Klischee-Fetisch. Ich habe tatsächlich schon mal so Rollenspiele gemacht. Da musste ich mich als Psychiaterin quasi verkleiden und mit dem dann ein Gespräch führen. Aber so richtig diese Krankenschwestern-Fetische bediene ich nicht. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber das ist ja ihre Sache. Aber zu sagen, also sie will diese Krankenschwester-Ding nicht bedienen, weil sie weiß, was Krankenschwester für ein Job ist, für einen harten Job, weil sie selber Krankenschwester war, finde ich, das eine hat doch eigentlich nichts mit dem anderen zu tun. Das eine ist die Optik vom Krankenschwester-Outfit. Man geilt sich ja nicht drauf an, schiebt einen Ständer, weil die Krankenschwester so hart arbeitet, sondern weil man das Outfit an für sich geil findet. Aber ist ja ihre Sache, ist ja in Ordnung. Also, aber kann ich jetzt nicht gut so nachvollziehen, den Punkt. Vielleicht gibt es auch noch andere Perspektiven dazu von ihr. Aber den Punkt fühle ich jetzt nicht so 100% Lul. Cinny Mini fragt, machst du Urlaub, wenn du deine Tage hast? Nein. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Natürlich ist es schwierig mit dem Drehen, aber ich muss ja dann auch nicht immer vaginal drehen. Ich könnte ja zum Beispiel auch einen Blowjob machen oder ein anales Video. Ja, sympathisch. Jolle. Ja, sympathisch. Direkt mal 100 Subs giften, Kappi. Verfragt. Sind die Orgasmen vor der Kamera echt? Es ist eigentlich immer so, dass wenn ich einen Orgasmus habe, dass der auch echt ist vor der Kamera. Es heißt aber nicht, dass ich in jedem Film einen Orgasmus habe. Manchmal ist es ja auch cool, einfach nur Spaß zu haben dabei und dass es gar nicht dann zum Höhepunkt kommt. Wenn einer im Video entsteht, ist das schon real. Aber wenn es jetzt vor der Webcam ist, natürlich nicht den ganzen Tag. Das sage ich aber auch. Gerade wenn er jetzt irgendwie eine Minute drin ist und sagt, jetzt komm für mich, dann sage ich auch, wie denn jetzt bitte? Das wäre ja zu fake, wenn ich jetzt da so einen Orgasmus quasi bei jedem User irgendwie 6 Stunden lang hätte. Je suis domo. Also spielt sie ihn vor, habe ich jetzt rausgehört, oder was? Will sie das damit sagen, oder? Ich möchte wissen, hast du einen Freund? Ich bin Single. Ich habe einen Drehpartner, mit dem drehe ich zusammen die Filme. Aber ich bin Single. Marcel Winkler fragt. Marcel Winkler, ja moin. Wirkt sich dein Job als Webcam-Girl auf dein privates Sexleben aus? Nein. Also ich liebe Sex. Das ist wirklich das Gute. Ich glaube, sie ist halt auch sexkrank. Das glaube ich schon. Gute, und das ist auch das, warum ich mich natürlich für den Job entschieden habe. Ich liebe Sex. Ich bin super, super gerne sexuell aktiv. Ob es jetzt in der Webcam ist oder halt nach der Webcam, wenn der PC ausgeschaltet ist, dann habe ich auch genauso viel Lust immer noch auf Sex. Ob ich das glaube oder nicht, ist eine Sache. Aber wenn du dir 6 bis 8 Stunden vor der Cam die Muschi reibst, also wer hat denn danach Bock, nochmal gebumst zu werden? Also kann ich mir nicht vorstellen, aber ich bin auch nicht sexkrank. Aber ja, ich glaube schon, dass sie auch eine gewisse Sexsucht hat. Ist ja nichts Verwerfliches dran. Aber ja, Bruder, wenn ich mir 6 Stunden die Palme hole, dann will ich abends mal in Ruhe am Fernsehen und jammer. Saftkon setzt Härtner ein, fragt. Was glaubst du? Saftkon setzt Härtner ein? Okay. Glaubst du, wie lange du den Job noch machen kannst? Ich möchte auf jeden Fall keine Milf sein, die dann immer noch da tätig ist. Das habe ich mir immer gesagt. Es gibt natürlich viele in der Branche, die noch im höheren Alter dabei sind, die vielleicht selber Kinder haben. Aber das möchte ich dann doch nicht.
Ja, auch ein gutes Video. Ich muss sagen, unabhängig jetzt davon, ob ich das fühle, was sie macht oder nicht, hat sie einen sympathischen Eindruck gemacht. Also gut reden kann sie. Gut reden kann sie. Charme beim Reden hat sie auch. Wird wohl nicht passieren, dass ich mal bei ihr in eine Show reinschaue oder mir mal ein Filmchen von ihr angucke. Aber sympathisch ist sie auf jeden Fall gewesen, kann gut reden. Und das ist mir im Grunde viel mehr wert als ihre Filmchen. Ach, euer Kappa könnt ihr euch sonst wohl schieben, Chat. Ihr Spinner. Würdest du es fühlen, ein Video mit Hyperbole zu drehen? Ja, warum nicht?